Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es wieder um die Junk & Art Journal Challenge zum Thema Natur. Und dieses Video besteht aus verschiedenen Aufnahmen. Deswegen ja, mache ich den Anfang jetzt einmal so. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, bleibt dran. So, dann zeige ich euch jetzt mal hier mein bisheriges Journal, also was ich so gemacht habe. Da ist noch nicht viel passiert, aber es wurde sich halt gewünscht, dass ich mal ja, so die Papiere zeige, die ich verwendet habe und einfach mal so einen Zwischenstand. Von daher will ich das jetzt auch mal erfüllen und ja, von außen ist noch nicht viel passiert. Wie gesagt, ich möchte halt hier wahrscheinlich noch so eine ausgestanzte Pflanze hinmachen, da muss ich aber noch mal schauen. Und ja, wird sich aber halt mit der Zeit ergeben, ne? So, ja, und wenn man jetzt aufmacht, das ist quasi jetzt hier meine erste Seite. Hier habe ich mir eine Tasche reingenäht, also aus Stoff. Ja, hier habe ich halt nochmal die beiden Motten hier aufgetackert. Jetzt sehe ich gerade, dass mir das nicht so gut gefällt, wie die ausgerichtet sind, weil die sollte eigentlich in die andere Richtung zeigen. Da muss ich nochmal nachjustieren. Aber gut, das werde ich dann noch machen. Und ja, hier habe ich einfach auch so ein Stanzteil. Hier vermutlich kommt noch irgendwas hin, das weiß ich noch nicht genau. Und ja, meine Papiere habe ich halt, das sind ja alles meine kaffeegefärbten Papiere. Dann habe ich halt hier teilweise diese ja, Naturzeug mit reingearbeitet, ne? Und sonst habe ich tatsächlich keine digitalen Papiere oder sonst irgendwie was verwendet. Denn ja, ich möchte halt so ja, jede Seite irgendwie so ein bisschen gestalten. Ja, hier ist es mir tatsächlich passiert. Ich hatte das im Discord auch schon geschrieben. Mein Wachspapier, ja. Und ich hatte ja hier mit Farben, mit Sprays halt so ein bisschen rumgematscht. Und dann habe ich geföhnt. Und in dem Video habe ich noch gesagt, wenn ihr das Wachspapier im Journal habt, dann bitte passt auf, wenn ihr mit dem Föhn arbeitet. Ja, und das ist jetzt hier mein Föhnmalörchen. Ich werde hinterher was drüber machen. Das wird keinem mehr auffallen. Aber es ist halt, ja, passiert, ne? Ich habe es gesagt und ja, was soll ich sagen? Das Teil war halt länger bis hierhin. Es ist halt geschmolzen und komplett hier festgeklebt. Ja. Naja, gut. Hinterher ist man immer schlauer. Ja, und dann halt hier wieder so ein Naturpapier. Hier wieder so mein Wachspapier. Und ja, das ist mein kaffeegefärbtes Papier. Und ich habe halt mit Distress Oxide Sprays. Tatsächlich war das nur eine Farbe und trotzdem ist es richtig schön oxidiert hier. Also es gefällt mir richtig gut. Hier ist es auch. Kompletten, ja, der Farbton. Auch das, es ist wirklich nur eine Sprühflasche. Und zwar kann ich euch gerne zeigen, falls euch das interessiert. Und zwar hier Brush Corduroy. Und hier seht ihr das. Hier oben ist es braun. Und hier unten, weil sich das jetzt schon wieder abgesetzt hat, ist es so grünlich. Und ja, da seht ihr das natürlich dann auch, ne? Das ist hier halt tatsächlich so oxidiert. Es ist wirklich nur diese... Kannst jetzt, seht ihr jetzt, ist es halt überall braun. Aber sobald da Wasser dran kommt, ja, passiert das. Und deswegen liebe ich halt die Distress-Sprays und auch halt die Stempelkissen natürlich. Weil man weiß nie, was da passiert. Und ja, so sieht das Ganze halt aus. Wie gesagt, ich habe halt noch nicht wirklich was gemacht, aber halt bis jetzt... ja, manche Seiten habe ich halt ringsrum noch genäht. Und ja, hier habe ich schon meine Drehscheibe eingearbeitet, ne? Ihr habt ja schon gesehen in einem, also ist ja ein Prompt, der Prompt beweglich. Und da könnt ihr halt hier, kann man jetzt halt quasi drehen. Und da habe ich hier die Möglichkeit, irgendwie eine versteckte Botschaft oder sowas einzutragen. Und dann kann ich das halt wieder hier zurückdrehen. So. Genau, ein bisschen mit einem Stencil, mit einem Spritzer. Ja, und so zieht sich das halt mit den verschiedenen Naturpapieren. Und ja, hier habe ich jetzt nochmal den zweiten Teil von diesem Schmetterling.
Das finde ich ganz cool. Der sieht halt ein bisschen abgeratzt aus. Ich habe hier das Kraftpapier, Kartstock von Tim Holtz genommen. Und das ist halt von der einen Seite immer farblich und von der anderen Seite wirklich Kraftfarben. Und dann habe ich halt diese Beschichtung, also die farbliche Farb, also die die Farbe, also quasi die erste Schicht, habe ich halt hier so ein bisschen einfach versucht runter zu ziehen. Und daher sieht das halt jetzt dann so aus. Ah ja, ja, es ist schon spät. Kann schlecht erklären, ne? Sowieso, und wenn es spät ist, sowieso, weiß ich auch nicht. Bisschen Gaga in der Birne. Ja, dieses hier mag ich auch sehr gerne. Das ist ja mein Wachspapier. Wie das entstanden ist, habe ich auch ein Video gezeigt. Und ja, genau. Hier sieht man auch noch mal leider Gottes von meinem Föhnmalörchen. Aber gut, das wird hinter keinem Menschen mehr auffallen. Aber ich will es halt euch wirklich zeigen. Ich hatte es noch gesagt im Video. Ja, und dann ist es mir passiert. Und es ist tatsächlich so, es ist mir hinterher passiert, ne? Also, so, ich habe das Video gemacht, habe es euch gezeigt und dann ist es mir passiert. Ja, weil, weiß ich auch nicht, weil ich nie aufgepasst habe. Blöd. Ja, dann hatte ich ja irgendwie überlegt erst, ich hatte die Signaturen zusammengestellt, ob ich dann die Signaturen erst später einnähe. Aber irgendwie muss ich wirklich sagen, ich kann besser im Journal arbeiten, wenn die Signaturen drin sind. Weil dann kann ich mir das gut vorstellen. Kann auch besser gucken, wo jetzt hier noch was fehlt und so. Und ja, irgendwie kann ich das besser. Ich weiß nicht, jedem geht es da anders, aber ich kann es halt so am besten. So, das ist mein versteckter, also prompt versteckt, ne? Das ist ja mein versteckter Journaling-Platz. Das habe ich auch im Video gezeigt. Da sind Magneten hier hinten. Und kann ich halt hier so drauf, das weiß hinterher kein Mensch, und kann da halt auch noch das dann so benutzen. Und ja, das muss ich auch noch ein bisschen weiter bearbeiten, da kommen auch noch ein paar Spritzer und mal gucken. Es ist halt noch nicht ganz fertig, aber wie gesagt, ja, diese ganzen Sachen hier, die sind natürlich mega cool, auch diese Natursachen, ne? Schon sehr schön, ein bisschen genäht noch. Und ja, und so zieht sich das halt durch. Hier habe ich jetzt immer so einen Goldfaden. Das war so ein Rest, den wollte ich eigentlich wegschmeißen, weil der mir so komplett verknotet ist. Aber ich habe gedacht, ich kann mir den ja gut hier reinnähen. Ne? Das ist ja fast dann, ja, hier noch mein schönes grünes Matsche-Ergebnis. Und ja, ne? So zieht sich das. Also ihr seht, ist jetzt wirklich noch nicht so wirklich, also nichts passiert. Aber trotzdem, ganz ehrlich, ich könnte es auch schon so lassen, weil ich finde, ich mag ja dieses Abgeranzte hier an den Seiten und so. Mir gefällt das schon so gut. Eigentlich könnte ich mir das schon so irgendwo hinstellen. Und ja, finde es schon ganz toll. Weiß ich nicht. Ja, auch sowas, ne? Das mag ich, das gefällt mir. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, es wird wahrscheinlich so eine interessante Mische aus allem und nichts irgendwie. Das muss ich jetzt hier noch verändern. Das gefällt mir nicht, dass die in eine Richtung gucken. Weiß ich auch nicht, warum ich da, vermutlich wegen einem Tacker. Naja, ja, so ist es. Und ja, da wisst ihr jetzt mal Bescheid. Sowieso sieht es aus und bin gespannt, wie es weitergeht. So, dann möchte ich euch jetzt mal prompt Spritztechnik vorstellen. Oder was heißt vorstellen? Nee, einfach zeigen, würde ich sagen. Ich war nämlich jetzt gerade irgendwie hier so zugange und habe gedacht, oh, Moment mal, wenn du das jetzt machst, dann wäre ja gut, wenn du dir oder wenn du das im Video zeigst. Ne? Genau, also Spritztechnik, prompt Spritztechnik. Ja, ich habe mir, Moment. Ja, ich habe mir das jetzt hier schon vorbereitet. Also ich habe mir Ceva hier in mein Journal reingelegt und hatte mir hier diese große Motte von Sizzix ausgestanzt und quasi ja, das, was übrig geblieben ist, aufbewahrt und möchte halt jetzt das hier halt ja mit der Spritztechnik quasi dann hier ins Journal rein
machen. In der Hoffnung, dass es so funktioniert. Ich werde mir das nicht festnehmen, weil das ist hier Naturpapier. Wenn ich da jetzt mit Washi-Tape arbeite, wahrscheinlich reißt mir das dann alles kaputt. Deswegen bin ich einfach mal ganz mutig und ja, versuche das so irgendwie zu machen. Leg mir hier allerdings noch was drauf, weil ich natürlich nur möchte, dass dieser, ja, ich muss das glaube ich so machen, dass nur dieser Innenteil quasi was abbekommt natürlich, ne? Ja, mein Schreibtisch sieht wirklich richtig schlimm aus. Also ich habe hier so viele Sachen liegen, aber gut, wenn man dann so am kreativ sein, also ne, wenn man gerade so am Ball ist und dann, ja, ich bin gespannt, ob das alles so klappt. So, dann habe ich mir, wo ist es denn jetzt? Oh nein, jetzt habe ich es verschlappt. Habe ich natürlich hier drunter gelegt, schlau, ne? So, und zwar habe ich mir hier so ein Spritzsieb gekauft, tatsächlich. Das gab es irgendwie für 3 € bei Amazon. Aber du kannst natürlich auch anders irgendwie Spritzer machen mit der Zahnbürste, ne, dass man die Zahnbürste so über den Finger reibt oder was weiß ich. Oder du nimmst irgendwie so ein kleines altes Sieb, was du noch hast oder so, ne? Ja, aber ich habe jetzt gedacht, komm, leg dir das mal zu für 3 €. Also Spritzsieb, ne, bei Amazon. Ne? Ja, deswegen. Und ja, dann habe ich hier jetzt die Liquitex Acrylfarbe in Bronze. Und habe gedacht, benutze ich mal. Und in der Hoffnung, dass das so funktioniert, wie ich mir das wünsche. So. Könnte jetzt auch ein großes Massaker hier geben, weil mein Schreibtisch so voll ist und ich eigentlich gar keinen Platz habe. Ja, mal gucken, ob das jetzt so klappt. Muss ich mal gerade schauen, wo ich mir hier diesen Nupsi hinlegen kann. So. Das Schöne ist halt, diese Farbe ist halt ein bisschen flüssiger. Und ja. Und jetzt schaue ich mal, ob das überhaupt geht mit diesem Pinsel. Nee, natürlich nicht. Der ist nicht stark genug. Beziehungsweise vielleicht ist auch die Farbe. Ja, das ist ein Satz mit X, das war wohl nix, ne? So. Okay. Sind wir schon mal ein bisschen schlauer. Mal ein bisschen Wasser drauf gemacht. Ne. Jo, da seht ihr mal, wie es nicht funktioniert, ne? Also mit dem Pinsel kann ich das echt voll vergessen. Ich habe gedacht, der wäre hart genug. Hallöchen, ein kurzer Cut, bevor dieses Video jetzt hier weitergeht. Was ja, es ist eine kleine Katastrophe geworden. Wollte ich aber jetzt einfach noch mal kurz zeigen, wie es ist, wenn man tatsächlich eine Zahnbürste hat und dann diese Spritztechnik macht. Ich hatte mir ja dieses Sieb geholt. Und ich muss wirklich sagen, warum auch immer, aber ich bin, ja, jetzt ist es rumgesagt, ist aber auch nicht schlimm, von dem Sieb jetzt tatsächlich doch nicht so begeistert. Also, wenn man nämlich jetzt hier mit der Zahnbürste drüber geht, und ihr seht, der ist ja Farbe, da kommt so, so wenig raus, dass man kaum hier was sieht. Ja, das ist halt so ein Gimmick, was man eigentlich nie braucht. Aber ihr könnt einfach eine Zahnbürste nehmen, eine alte Checkkarte oder halt hier so ein Lineal halt und einfach so das so drüber streifen lassen, sozusagen. Ja gut, wenn es festgeklebt wäre, wäre es besser vielleicht. Und ja, dann habt ihr schon hinterher wunderbare Spritzer und ja, alles ist perfekt. Ne? Von daher, also, ne, ich bin ja immer gerne, ich kaufe ja immer gerne so verschiedene Sachen, aber natürlich kann man alles auch
ohne irgendwie so Schnickschnack oder so machen, ausprobieren, wie auch immer. Und von daher ja, kann ich euch jetzt tatsächlich nicht sagen oder keine Kaufempfehlung für dieses Teil hier aussprechen. Das ist halt nicht nötig. Unnötig. Aber gut, ich wollte es halt probieren, weil ich gedacht habe, dann hat man vielleicht auch mal so feine Spritzer und sowas alles. Die sind auch sehr fein. Also wenn man mal so hier guckt, die sind sehr fein. Ich habe hier drunter auch noch was. Allerdings auch eine Matscherade. Ich muss mal kurz gucken. Ich würde es euch ja mal zeigen. Es ist halt mir was ausgelaufen. Aber wenn man mal guckt, diese Spritzer hier, das hier alles, ja, das ist halt sehr, sehr fein und filigran. Ja, und das finde ich natürlich sehr hübsch. Allerdings ist das jetzt halt mit dem Teil, da hatte ich auch eine Schablone drauf, da siehst du nichts von der Schablone. Also, das kann man vergessen. Allerdings, ja, wie gesagt, wenn man halt wirklich ganz was Feines haben will, ist das Sieb natürlich super. Ne? Vor allem, du bist dann auch so ein bisschen großflächiger unterwegs. Da kannst du wirklich hier schön überall so drauf rumspritzen. Wenn du natürlich hier so eine Bürste hast, dann hast du direkt, oder ja gut, du kannst natürlich auch ein bisschen vorsichtiger. Ja, man sieht schon einen Unterschied, wenn man das hier so macht, ne? Aber es funktioniert ja genauso gut. Also von daher, ja, einmal nur mal kurz, ne? Und jetzt hoffe ich, ihr habt noch Spaß bei dem Video, denn ja, ne? Manchmal läuft nicht alles so, wie man gerne hätte, aber ich bin trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis. Von daher, schaut es euch an, vielleicht gefällt es euch auch. Naja, okay, dann machen wir es jetzt so. Ey, ganz ehrlich. Oh, nö. Nee. Ich kann da nichts zu sagen. Kein Kommentar. Ehrlich, ihr seht jetzt hier voll die große Scheiße. Oh, nee. Meine Güte. Au. Ja. Das zum Thema, kauf dir billige Pinsel, dann bist du glücklich, ne? Nee, echt. Ist ja Horror. Okay, also ihr braucht kein Sieb. Ihr könnt das natürlich auch ohne Sieb machen. Ich, ja, habe jetzt leider echt keine Zahnbürste, die ich dafür nehmen kann. Aber ich finde es so auch, glaube ich, in Ordnung. Mal gucken. Bin auch gleich mal gespannt, wo ich überall diese Spritzer habe. Ob das jetzt wirklich so gut wird, wie ich mir das wünsche. Sein wäre natürlich toll gewesen, hätte man diese kleinen, feinen Spritzer gehabt. Aber naja. Ich hoffe nur einfach, dass mir das jetzt nicht zu sehr da in die Mitte läuft. Und ja, es muss ja auch nicht, wer weiß wie viel sein. Es kann ja auch ein bisschen dezenter sein. Ah, okay. Mal schauen. Also gut ist halt einfach, wenn ihr wirklich flüssige Farbe nimmt, könnt ihr auch eure Sprays nehmen, die ihr halt hier so drauf spritzt. Im Prinzip könnte man ja auch was sprühen, ne? Ich meine, ich kontrolliere das ja nicht, ob ihr jetzt irgendwas gesprüht habt oder so, gespritzt habt oder so. Aber ich glaube, ich würde es fast schon so lassen. Und, ja, ich glaube, das reicht mir vielleicht. Ich hoffe es. Ich hoffe es. nach diesem Fail mit dem Sieb und mit dem Pinsel und mit allem Pipopopsi. Ihr seht,
es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und manchmal denkt man sich irgendwas Tolles aus und dann funktioniert es auch nicht so. Ich werde das nochmal mit dem Sieb irgendwann ausprobieren. Da muss ich halt mal gucken, dass ich mir wirklich so eine alte Zahnbürste nehme. Weil das muss ja anscheinend wirklich ein bisschen grober sein, ne? So ein Pinsel. Oder man hat halt einen Borstenpinsel. Ich habe aber leider gar keinen richtigen Borstenpinsel, der so hart ist. Von daher, habe ich natürlich dann die A-Karte, wenn man hier sowas macht und das natürlich dann nicht hat, ne? Von daher, jetzt föhne ich mal. Guckt mal, man kann es schon so ein bisschen erkennen. Es ist halt wirklich sehr dezent, ne? Ja. Vielleicht wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Aber ich habe noch eine andere Idee. Moment. Ah, genau, das wollte ich auch noch mal sagen. Und zwar habe ich jetzt schon öfter gehört, dass sich einige mit dem Prompt negativ irgendwie nicht so sicher waren, was ich damit meine. Und zwar, wenn man sich was ausstanzt, ja, wenn ich jetzt hier diese Libelle ausstanze, ist das quasi positiv gestanzt, also ne, das ist ja positiv rausgestanzt und das wäre quasi dann das Negativ. Ja, also ich zeige euch mal, gucken, ob ich jetzt hier das finde, das nicht versauere. Moment, ich habe nämlich schon was eingebaut. Und zwar das hier. Ja, da seht ihr auch, da habe ich ganz viele Sachen ausgestanzt. Hier. Ja, und das ist halt quasi für mich jetzt ein Negativ sozusagen. Also der Rest sozusagen vom Ausstanzen, ne? Negativ. So. Ja, könnt das natürlich anders interpretieren, aber so interpretiere ich das. Ja, also dass ihr Bescheid wisst. So. Und jetzt nochmal zur Spritztechnik, weil das ist ja jetzt irgendwie nichts, ne? Das ist. Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht. Deswegen werde ich jetzt Folgendes machen. Ich habe ja hier noch die gestanzte Libelle. Werde das jetzt hier so drauflegen. So, ja, vielleicht muss ich es auch doch tatsächlich ein bisschen ankleben. Das kann natürlich. Vielleicht sollte ich es ein bisschen ankleben. Weil so, ja, geht es mir wahrscheinlich direkt wieder flöten, ne? Ja, ich klebe die einfach jetzt an zwei, drei Punkten an, oder? So, ich nehme hier den Tombow. Der ist ja quasi, kann man ja einmal dauerhaft klebbar machen und einmal so sticky-mäßig, dass man ihn auch wieder abmachen kann. Also dafür muss man ihn so ein bisschen aufstreichen. An einigen Punkten mache ich das aber nur. Lass ihn dann ein bisschen trocknen. Ja, und dann müsste er eigentlich so ein bisschen sticky sein, dass man ihn hinterher auch wieder ablösen kann. Wenn ihr, ich weiß nicht, wenn ihr den Tombow schon mal benutzt habt, wenn was rausquillt, dann, deswegen benutze ich ihn auch nicht so gerne, dann ist das ja alles noch ein bisschen so klebrig. Und dann hilft ja immer so ein Kleberadierer. Das war jetzt natürlich toll. So ein Kleberadierer, dass man halt diese klebrigen Stellen wegkriegt. Und ja, genau deswegen ist das halt, ne? Der ist halt dann an den Sticky an den Stellen und halt wieder ablösbar. So. Ach, jetzt habe ich hier so einen längeren Borstenpinsel, aber das
funktioniert auch nicht richtig. Also da muss man echt, das ist jetzt so fein. Und das kann man echt vergessen. Also man sieht ein bisschen was, aber wirklich nur minimal. Das ist mehr eine Sauerei. Und ihr seht, also es ist ja genug Farbe drauf, aber ich kriege das nicht richtig durch dieses Gitter. Ja, also das... Ja, also meine Hände haben Spritzer, aber da kommt halt zu wenig Power mit dem Pinsel irgendwie. So ein Schwamm. Ich versuche mal mit diesem Schwamm. Aber wahrscheinlich probiere ich mir eher den... Obwohl... Na, ich rubbel mir da eher den Schwamm mit kaputt, als dass da wirklich jetzt hier das was bringt. Also die Farbe ist wirklich sehr ergiebig. Das ist auch die Liquitex-Farbe und ich habe jetzt überall so Bröckchen von dem Schwamm. Oh, meine Güte. Das ist natürlich echt ärgerlich. Vor allem, wo ich euch das ja zeigen wollte jetzt, ne? Und ja, zeige ich euch halt mal, wie es mal nicht so funktioniert, ne? Ja, ihr braucht halt wirklich einen guten Borstenpinsel für so ein Gitter. Und ja, oder halt so eine Zahnbürste, ne? Ja. Oder ihr macht das halt nicht mit so einem Gitter. Also dann spart man sich auch das Theater, wenn man halt nicht so ein Gitter benutzt. Ja, also es funktioniert, aber es funktioniert halt nicht. Und ich habe wirklich keinen anderen Borstenpinsel, das gibt es gar nicht. Ich habe mal letztens irgendwann mal ganz viele Pinsel auch entsorgt, aber da ist mir auch nicht mal aufgefallen, dass ich... jetzt gar kein Borstenpinsel oder so mehr habe. Weil ich benutze auch sonst nicht so Borstenpinsel. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber die benutze ich wirklich eigentlich gar nicht. Ja. Man kann ganz, ganz leicht sowas sehen. Oh, ich habe ganz schwarze Hände. Aber oh, und überall diese Schwammdinger. Aber wahrscheinlich, nee, das ist noch zu wenig. Das ist noch zu wenig. Ja, also, ne, ihr wisst, Versuch macht klug und so. Und, ja, ihr werdet es mir verzeihen. Denn ich werde jetzt einfach mit... hier mit Ground Espresso mir Spritzer so drauf machen. Ja, also dann ist es halt so. Dann jo. Na, also für alle, die denn ich habe jetzt nicht Lust, meine Zahnbürste dafür zu opfern und dann ja, müsste mir jetzt erstmal dann neue Zahnbürsten kaufen. Das funktioniert nicht so. Aber gut. Ich bin trotzdem guter Dinge. Gut, da kommen natürlich jetzt einige größere Spritzer raus, aber ich finde das gar nicht schlimm. Und bin gespannt, wie es halt jetzt gleich aussieht. Vielleicht nehme ich noch mal eine andere Farbe auch. Vielleicht mal ja, weiß vielleicht auch noch mal. Obwohl, nee.
Nee, doch nicht. Ich glaube, ich nehme hier nochmal Brush Corduroy. Der irgendwie meine oder einer meiner Farben, die ich jetzt hier gerne in einem Journal benutze. Dann ist das vielleicht nicht ganz so hart. Gucken. Wenn dann noch ein bisschen was anderes so drin ist. Das eine war ja jetzt gerade Ink. Das ist jetzt Oxide Spray. Natürlich muss ich ja jetzt quasi gleich die Libelle, muss ich da ja auch wieder runternehmen. Ja, vielleicht sollte ich, könnte ich auch noch mal so ein, zwei Wasserplatscher da drauf machen. Also ich sprühe mir das jetzt so in die Hand und dann das ist ja Spritztechnik, ne? Ich mache das wie so eine wilde Hilde. So, und jetzt, gut, jetzt kann man natürlich gucken, aber das muss ich erstmal entsorgen, hier sonst so schwarzen Siftdinger, aber hier diese großen, damit das nicht läuft, werde ich mal hier ein bisschen abtupfen. Aber ansonsten lasse ich das jetzt erstmal so. Also ganz ehrlich, ich finde, das ist mega. Das ist jetzt hier an diesen einigen Stellen so ein bisschen oxidiert. Und das finde ich richtig cool. Ich hoffe jetzt einfach nur, drückt mir die Daumen, dass es darunter, wenn ich das jetzt runternehme, dass man das gut erkennen kann. Ansonsten bin ich wirklich am Überlegen, ob ich nicht dann doch die Libelle hier jetzt so richtig aufklebe. Weil, ja, sonst gefällt mir das wahrscheinlich nicht. Aber, naja, das sieht, wird man nicht sehen. Nee, guck mal. Leider nicht, ne? Leider nicht, leider gar nicht. Guck mal. Oh, hab's mir jetzt hier schon ein bisschen kaputt gerissen. Ja, ist halt jetzt die Frage. Ja, naja, okay. Also da würde ich wirklich sagen, so sieht das ja nicht aus. Ne? So erkennt man die Libelle ja gar nicht. Also, ich muss es mal richtig, muss es mal einmal anheben. Man erkennt sie halt zu wenig, finde ich. Ja. Nee, das gefällt mir gar nicht, leider. Ich werde sie tatsächlich da drauf kleben. Ich werde es, ja, werde es wohl dann so machen. Ja, da muss ich vielleicht nochmal an einer anderen Stelle irgendwie die Spritztechnik verwenden. Da werde ich das dann auch ja, nochmal dann anders machen. Die Libelle, das ist keine Libelle, das ist eine Motte, ne? Die Motte an sich hat auch jetzt ziemlich coole Spritzer, wie ich finde. Ne? Ja, aber halt. Und die sehen auch ziemlich cool aus. Also, ich werde die jetzt mal eben aufkleben und dann zeige ich euch das Ganze nochmal. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe sie jetzt aufgeklebt und ja, bisschen zu hoch bin ich, glaube ich, aber fällt kaum auf. Also ja, so, das ist jetzt meine Motte mit Spritztechnik. Und ja, mein Gott, also die Spritztechnik hat mich zerstört. Aber was will man machen, ne? Manchmal ist es so, aber ich finde das halt hier mega interessant, dieses Oxidierte und so. Ich finde, das sieht schon sehr cool aus. Und ja, doch, auf jeden Fall finde ich gut. Ich mache die vielleicht so ein bisschen noch höher, so ein bisschen an einigen Stellen, dass ich das so ein bisschen löse.
weil das muss ja, hier ist es auch schon ein bisschen eingerissen, aber das macht es ja vielleicht aus. Also ich finde, wenn das nicht ganz so ordentlich da ist, finde ich das eigentlich ganz gut. So. Ich glaube, so lasse ich das. Das sieht mir sonst auch zu ordentlich aus, weiß ich nicht. Ja, vielleicht setze ich hier noch irgendwas hinter oder so. An der Stelle klebe ich es doch noch mal einen Tacken fest. So ganz ablösen soll es sich ja nicht. Aber halt, es darf sich ruhig so ein bisschen. So ein bisschen. Ne? So, der Kleber trocknet ja später transparent. Ja, das war halt meine Spritztechnik. Die nicht so ganz, naja, wollte wie ich, ne? Aber gut. So ist das manchmal. Und ich finde aber trotzdem mein Ergebnis sehr, sehr schön. Muss ich ja mal so sagen. Also, ja. Wie gesagt, wenn ihr mit so einem Sieb arbeitet, dann halt wirklich mit einer Bürste oder mit einem richtig, richtig harten Borstenpinsel. Ja. Habe ich jetzt ja leider nicht gehabt. Ich habe echt gedacht, dass ich das auch so hinkriege. Aber. Ja, aber so ist es doch trotzdem ein schönes Ergebnis. Ich hätte ich jetzt auch schon mal was hingemacht. Ja, mal gucken, was da jetzt noch so dann passieren wird. Aber finde ich doch schon mal ganz schön. Habe ich jetzt eine schöne mittlere Seite. Bisher quasi die Mitte einer Signatur, ne? So. Ja, dann hoffe ich, dass das Video euch jetzt trotzdem gefallen hat. Ich habe ja echt gedacht, gerade noch so, Spritztechnik, das dauert ja nur 10 Minuten, das Video, dann bin ich damit fertig. Nein, das wäre gut. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne kreative Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.